Herzlich willkommen bei Playroom, hier ist der Hans. Und ich spiele heute mal wieder eine Runde The Division. Es ist schon eine Weile her. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ausrüstung für die Straße, nur hier. Ich muss erst mal gucken, wie das hier alles wieder ging. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. So, was haben wir denn alles? Also. Genau, Primärwaffe. Hier so ein Sniper M44 Carabiner Classic. Sekundärwaffe AK-74M. Und kleine Handwaffe habe ich hier den M9. Die M9-Pille, Polizeipistole. Militärversion. Das gute Stück hier. Das ist meine AK. Sieht eigentlich auch ganz schick aus. Das ist mein Sniffer. Ja, gut. Gibt's hier irgendwas? Na, dann gucken wir mal. Auf der Karte. Das Notsignal eines Agenten. Das Signal ist mir unbekannt. Das Notsignal eines Agenten. Der erste. Waffenteile, Elektronikteile, Kampf. Gehen wir erstmal dahin. Ich muss erstmal wieder hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ging. Ich habe schon eine ganze Weile das Spiel nicht mehr gespielt. Wir haben einen Vorspruch abgefangen. 17. East in Gramercy. Sie werden im Parkhaus sein. Wie sind Sie an so viele Waffen gekommen? Schätze, die haben die JTF überfallen. Aber ist mir ziemlich egal, verstehst du? Was zum Teufel? Willst du uns ausnehmen? Easy. So, für die JTF markieren. JTF-Verstärkung angefordert. So, jetzt gucken wir mal von wo. Warnung! Gegner nähern sich! Wo? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Alarm! Sprengvorrichtung wurde entdeckt! Alter! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ich muss ja nur noch 50 Sekunden aushalten, ja. Warnung! Sprengvorrichtung wurde entdeckt! Not less.
ausratzt. Jawohl. Einer noch. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Schauen wir doch, ich hab's doch geschafft. Alarm! Sprengvorrichtung wurde entdeckt. So. Fuck. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Das ist mir etwas zu heikel. Es geht nie. Echt super. Hab ihn. Meine Fresse. So. Loot. Schon auch was Schönes. Das war eine tolle Aufwärmphase. Hier ist ein Telefon. Telefon an der anderen Seite, komme ich hier wohl nicht rein oder was? Hey Bruder, ich bin's. Sorry, konnte nicht rangehen. Ich war bei dem Mädchen, von dem ich erzählt hab, Vanessa. Und wenn ich sage, ich war bei ihr, meine ich genau, was du denkst. Mehr sage ich nicht. Ein Gentleman genießt und schweigt. Jedenfalls wollte ich mal hören, wie es meinem Neffen geht. Mutter hinterlässt ständig Nachrichten und fragt... Signal ist mir unbekannt. Okay, Agent. Diese Berichte über Rikers Aktivitäten auf der Lexington stimmen. Ein JTF-Team konnte bestätigen, dass sie dort ihre Basis haben. Ja, kurz danach wurden sie geschnappt. Sie müssen meine Leute rausholen. Diese Verbrecher sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Führungsriege der Rikers zu eliminieren. Nutzen wir sie. Reinklötzt, gell? Opfer. Da kommt noch mehr Arbeit. Ich hole mir jeden einzelnen von euch. Spaß.
Denno, ich bin's. Ah, hey, ich weiß, aber hier ist echt Hektik. Meine Soziologie-Hausarbeit hat länger gedauert als erwartet. Und dann ist Vanessa krank geworden. Und ich wollte ihr Hühnersuppe bringen und Gosling-Filme mit ihr ansehen und so. Naja, der fanate Freund sein. Hey, du musst sie irgendwann kennenlernen, Mann. Aber nicht diese Woche. Sie ist immer noch sterbenskrank und das geht hier gerade rum. Das fehlte noch, dass du die Leute zu Hause ansteckst. Sag Mama, es tut mir leid und ich verspreche, dass ich in den Ferien komme, okay? Du bist der Beste. Bis später. Einbrechen, weißt du? Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der Leray Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Hey! JTM! Wir haben eure Leute! Wenn ihr sie wollt, kommt und holt sie euch! Mein Gott, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Die haben noch andere da drin. Rikers Castle. Na, schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Welcome to the party. Das ist natürlich krass. Nicht. Den ich mir da auch schon gut finde. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Unterwegs. Nicht
Sie sind ein Lebensretter. Ich war sicher, dass ich so enden würde wie die anderen. Aktives Echo-Signal geortet. Nur keine Angst. Wer den anderen unter den Tisch läuft, lebt. Ist doch ein guter Deal. Für einen von euch. Es ist ganz einfach. Nur ein kleines Verfehlen auf das Schweinspiel. Wie wär's mit 10 Punkten, wenn du den Arm triffst? Los, trink! 5 für die Hand! Wie wär's? 20 für den Kopf. Mach 30? Bitte. Ich habe Familie. Was soll ich denn? Familie? Dass ich in Rikers geboren wurde? Nein, nein, nein. Ich will nur sagen, dass sie das tun müssen. Wir sind Menschen, okay? Nicht nur Symbole oder Uniformen. Sieht aus, als wollte sich der Bulle schlachten. Dann könnt ihr doch noch einen schönen Weihnachtsbaum. Also, ich verstehe nicht. Lass mir wissen, wo man sich erst anschaltet. Ich hasse die Egos. Agent, die Geisel wird auf dem Dach festgehalten. Sie müssen da aufräumen. Oh mein Gott. Ich habe euch. Ich komme hier nicht mal ins Spitzen. Ui. Vielen Dank. Ich dachte, ich muss sterben. Die haben mir übel mitgespielt. Barrett und ihre Leute sind drin. Ach, Scheiße.
Lighthouse? Hier, Ramos. Ich bin bei der Division. Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen. Negativ. Wir machen das. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und bleiben Sie da. Das ist ein Befehl-Tasten. Ja, Sir. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. Ich habe das mit Ramos gehört, Captain. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agents, Sie müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Scheiß auf die Kälte. Ich bin draußen. Weitere Feinde unterwegs.
Feinde nähern sich ihrer Position. Soweit, so gut. Meine Angriffstrupps sind unterwegs. Sehr gut. Sie werden die Halle auf Ihr Signal stürmen. Warnung, keine Neustartzone. Ich jetzt anfange. Ist ja gut, nicht so weit weg. Alter Vater, haben wir denn noch irgendwas anderes im Angebot? Toll, Flinde, Mutzi, so komm. Naja, vom Schaden her ist die schon nicht schlecht hier, die. Schaden 10.000. Genauso wie die Flinde, aber dieser Nahkampf. Spreng und Fähigkeiten. Hier mal. Wo wir hier, warte mal, Schaden 33, 45. Flammenwerfer machen. Dann testen wir mal. Los!
Scheiße, das war's schon. Zu nah dran an die Viecher. Immer zu nah dran. Gut. Müssen wir wieder hier umswitchen.
schwarze Leiche mehr auf dem Haufen. Alles nur Zahlen für euch. Ihr seid so blind. Position. Na los, Arsch. Komm, ey, die Inne wird schon eingriffen. Aber nicht uns alle. Wir sind ein Fluss. Aber sie haben getan, was getan werden musste. Ja, sie haben ihn das Rückgrat gebrochen. Ohne Anführer wird der Rest zerfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde Ihnen was, Agent. Spitzenjob. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht hilft es Ihnen. Ich lade es Ihnen hoch. Sie sagt uns, erhebt euch,
ist das ein Vieh. So. Alle JTF-Einheiten bei Gramercy. Rikers haben das Empire Autumn Hotel übernommen. Wir brauchen jede Hilfe. Sie sind wie ein Engel. 586 schon mal genommen. Steht schon mal einer. Oh. Na klar. Thank you.
Scheiße. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Danke für Ihre Hilfe. Meine Fresse, ey. Alleine sauschwer. Das ist wieder mal so eine Mission. Am besten eigentlich Koop. Hi, Schatz. Schade, dass ich nicht persönlich mit dir reden kann. Keine Ahnung, was sie dir erzählen, aber hier geht alles drunter und drüber. Viele Leute sind krank. Grippe oder irgendwas. Aber viele sterben. Ist echt gruselig. Du fehlst mir gerade sehr. Gott, ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Sei bitte nicht böse auf mich, ja? Ich will Daniela nur nicht rauslassen, bis alles vorbei ist. Das Signal ist mir unbekannt. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Ist einfach losgegangen, ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier geht's weiter beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.